Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir alle Basen eingenommen und wir sind jetzt kurz davor, die Mission hier zu beenden, aber irgendwas kommt mir die ganze Zeit in die Quere. Zum Beispiel der verdammten Gatling-Bunker und der Typ hier, obwohl er überhaupt nichts gemacht hat bis jetzt. Komm ich da überhaupt raus? So, wie soll ich den Panzer hier erledigen? Das verstehe ich nicht. Edelweiß, ich meine, Welcome. Muss irgendwie mal durchkommen, auch wenn es nichts bringt. Da hinten durch, super. Das ist eine mega super. Wenn die mich tötet. Ja. Treff irgendwas. Habe ich was getroffen? Das war Zeitverschwendung. John. Schaffst du irgendwie den Panzer da zu treffen? Wie soll ich denn da. Boah, nee. Ich komme doch gar nicht rein. Warte mal, von hier. Wie müsste ich da reinkommen? Ah! Leck mich doch! Ah. Wir hätten gedacht, dass da noch einer ist. Boah, die letzten paar Dinger hier, die machen mir richtig Probleme. Der Panzer ist dahin umgedreht. Verdammt, ich krieg den nicht. Ich sag mal, boah, hätte ich mal jemanden dahin geballert, leck mich. Lago. Wie ist Juno da reingekommen? Warte mal, ey, ich gehe lieber so rum. Ich fang an, mir auf den Nerven zu gehen. Muss ich irgendwie so reingehen? Was mache ich hier eigentlich, ey? So, hier sieht gut aus. Noch ein paar Züge verschwenden mit John. Irgendwie muss ich den Panzer da erreichen, ganz ehrlich. Und ich darf Icon nicht vergessen. Schon wieder beinahe tot umgefallen. Achso. Verdammt! John! Oh Gott, guck doch seine Bewegungsdinger an. Wie auch immer man das nennt. AP, glaube ich. So, das Ding muss ich treffen. Das eine Ding da, das blaue. Leck mich! Nur ein Schuss, da muss ich Herbert dahin bewegen. Leck mich doch. Was ist denn hier eigentlich los? Ich hier so viel Probleme noch krieg. Ach, jetzt ist das Ding, glaube ich, davor. Ey, der trifft den noch nicht mal. Kann ich noch mal schießen? Okay, keine Munition, aber auch gut. Also ja, noch ein Versuch. Jetzt ist das Ding davor. Leck mich. Extra Schuss? Nein. Ja, wieso habe ich denn jetzt so viel Probleme hier? Mal zu Laro. Ich muss Eikala wegbewegen, ich Idiot. Okay. Alka, wo bist du? Hier. Wow, die ist schon wieder fast voll geeilt. Aber irgendwie muss ich doch das Ding treffen können. Den Typen da auf jeden Fall. Den treffe ich doch. Was?
Hey. So, dich treffe ich doch auf jeden Fall. Will ich verarschen? Hey, gut. Ist ein Kommandopunkt weniger. Ich benutze zwar sowieso nicht alle, aber scheiß drauf. Ja. Gibt's eigentlich nichts mehr im Ziel haben, außer John. Verdammt. Ja, es ist nur noch der Panzer übrig. Nur noch der Panzer. Oh, verdammter Dreck. Oh, nee. Aber schon, der ist der Einzige, der jetzt gerade nah genug dran ist. Oh nee, du kannst mich doch mal. Duck dich! Ja, oder bleib stehen. Das war's. Komm schon. Jawohl. Muss ich nur noch irgendwie nah genug dran kommen und das verkackte Ding treffen. Kann doch nicht so schwer sein. Warum können sich denn meine Lenser nicht so weit bewegen? Mich an, überall ist blau, nur nicht. Ne, ja, genau, volle Möhre auf John. Und auf Lago. Okay. John. Entschuldigung. Ich darf nur nicht von diesen Scheißdingen angeschossen werden. So, trefft das Ding. Jawohl. Jetzt können wir da reinstürmen. Okay, wir haben gewonnen. Gut so. Gewinnen ist gut. So, mit wem gehen wir jetzt da rein? Verdammten Gatling-Dinger, ja, die ballern uns ab. Oder auch nicht. Oh Gott! Mine! Da war eine Mine. Ich frage mich ja, wie der Zug hier durchkommt. Mit den ganzen Minen im Weg. Aber egal. Vor allem ein Zug mit Explosiven. Hallo, wir fahren jetzt durch ein Minenfeld mit einem explosiven Zug. Er kann doch nur in die Hose gehen. Oh boy, habt ihr gesehen? Voll durch die Minen. Jawohl. Die Festung ist gestürmt. Oh B. What the? Boah, wie viele Punkte. Destroyer, was? Heiliger. Okay. Firing Calculator from the enemy. Was für Edelweiß, glaube ich. So. Oh, da ist Ecker, als wäre nichts passiert. あなたは、あの時の。お前か。これも運命というものか。バルキュリアとして、すでに私は敗れ。だが、私はお前にもう一度、戦いを挑みたい。今度は、一人の人間として、今まで生きてきた、自分の存在をかけて、さあ、来るがいい。 Nee, erst in der nächsten Folge. Oder die danach. Jo. Er kommt direkt danach. Okay, ich dachte, danach kommen noch ein paar Cutscenes. Gut, dann. The Warrior's Last Stand.
so eine Art Bosskampf gegen Silvaria als Frau. Aber ja, ich will als erstes mal sagen, wir geben erstmal ein bisschen Geld aus. Will unsere Überlebenschancen ein bisschen steigern. Weil die sind voll für den Arsch. So, Trainingsfeld. Einen Mann können wir erstmal ignorieren, ob der jetzt ein Kommando hat oder so, weiß ich nicht, aber trotzdem, lassen wir mal. So, erstmal die Lancer. Dann, ich glaube alle. Ja, okay. Verdammt! Trooper, weiß ich nicht. Die sind stark genug. Sniper, so. Machen wir die. Da können wir die Scouts noch auf Level 13 bringen. Zack. Warum hat es das gebracht? Ich brauche mehr Action Points. Das hat gar nichts gebracht. Warum brauchen die Sniper so viele Punkte? Ingenieure können wir auch. Scouts kann man noch einen Level hochballern. Machen wir das einfach. Bei Scouts brauchen wir immer viele. Deswegen können wir ruhig die ein bisschen aufpushen. Hat nichts gebracht, okay. What, nein. Ach, man kann die Punkte erwähnen. Ja, hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. Weiß nicht. Das gleiche für Punkte, man Erfahrungspunkte, HP und sowas alles dazu bekommt. So, jetzt haben wir eine Menge Geld. Warte mal. Wenn ich die Shamrock hier noch aufballern kann, dann bedeutet das ja, dass wir noch Dinge haben, ne? Ach, ich kann die noch aufballern, okay. Hm. Ah. Nur Soldaten gehen erstmal vor. Warte mal. Ich hier schon vorher? Nee, ne? Hm. Weiß nicht. Nehmen wir den hier. Einmal. Der Clips heißt, wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ach, rechts stehen die Schüsse, okay. Da unten meine ich. So. Den könnte ich eigentlich auch mal einsetzen. Das sind eigentlich nur so Granatwerfer, aber. Gegen Personen. Wäre auch nicht schlecht, aber nee. Natürlich hier. Zielgenauigkeit. So. Die sind schon voll. So, was noch? Shamrock oder die Edelweiß. So, mehr AP. Mehr Verteidigung, gut. Hätte ich für die Shamrock brauchen können. Ja. Anti-Armor-Shell. Ja. Und schon ist unser Geld wieder weg. Hallo, warum ist jetzt auf einmal kann ich das hier so volle Möhre aufballern. Nee, so mit Blöcken ist wieder Kacke. Shamrock. Vielleicht kann ich doch noch irgendwas kaufen, oder? Verdammter Dreck. Hm. Kaufen wir das einfach. Radiator, da ist auch ein Dingens hier. Zack, so. Ist noch irgendwas? Ja. Nee. Brauche ich nicht. Da kann ich noch irgendwas kaufen? Für Geld loswerden, hallo? Und dann nicht. Aniki, was? So, dann holen wir uns noch bei der Audienzhalle ein paar Sachen. Können wir auch wieder hingehen.
Was kriegen wir denn da wieder Schönes? Waffen zum Töten? Oh, Nagia. Aber warte mal, wir haben doch noch so was bekommen hier. Jupp, 0815. Pistolen zum Töten. Noch mehr zum Töten. Bringt den Frieden in unser Land mit diesen hochgefährlichen, tödlichen Waffen. So, okay. Ich muss noch mal kurz mal gucken bei der R&D Facility. Ich finde es so schön, wie sich das so ein R&D Facility. So, Outfit Tanks. Ich habe dort Dingens hier. Irgendwas bekommen von diesen einen Typen, von diesen, weiß ich, diesen Mats. Firing Calculator. Was habe ich denn überhaupt jetzt hier die ganze Zeit ausgerüstet? Boah, nur was für Dingens. Wer ja, benutzt das überhaupt nicht hier? So, nehmen wir hier den Firing Calculator. Und weiß nicht, packen wir ihn hier so ein. Mein Gott, kann ich halt eine nicht direkt so lange weg tun. So. Und dann tun wir noch, weiß ich nicht. Und hier und noch irgendwas. Okay, der ist nicht dafür. Egal. Aber mehr Zielgenauigkeit. Wenn ich mal mit dem Ding schieße, irgendwie schieße ich sowieso nicht. Ich benutze immer nur diese Antipersonen. Dinger hier, diese blaue Granate, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann würde ich mal sagen, das war schon wieder in dem Part. Im nächsten Part werden wir uns um Selvaria kümmern. Ja, bis dahin sage ich, schaltet wieder im nächsten Part ein und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.